Aber ich sage jetzt mal was zu meiner Person. Also mein Name ist Stefan Schwarz, ich bin Kolumnist eigentlich von Haus aus. Also nicht verwechseln, Kolumnist, nicht Kolumnist. Und schreibe für die Zeitschrift Das Magazin. Das ist eine im Osten unseres Heimatlandes sehr verbreitete Zeitschrift. Das ist die älteste Publikumszeitschrift Deutschlands überhaupt. 1924 gegründet. Marlene Dietrich hat dort ihre ersten Fotos veröffentlicht und jetzt darf ich dort schreiben. Auf der letzten Seite schreibe ich eine kleine Kolumne. Irgendwann kam der Rowohlt Verlag und hat gesagt, das ist sehr hübsch mit den Kurzgeschichten. Schreiben Sie mal ein längeres Buch. Den wollte ich nicht. Dann haben sie mir Geld gegeben. Und dann habe ich es geschrieben. Und da fiel mir ein, ich könnte ja mal einen Mann beschreiben, der notgedrungenermaßen zum Serienmörder wird. Und notgedrungenermaßen heißt in diesem Fall aus Verantwortung gegenüber seiner Familie. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Ein edles Motiv und trotzdem also ziemliche Rauferei. So ein bisschen ein Buch wie so ein Steak. Ja, zart und blutig. Verheiratet mit Maike, einer Bibliothekarin. Und die beiden passen ganz gut zusammen. Er ist so ein bisschen labil, hypochondrisch und sie ist so ein bisschen dominant passiv. Also der Typ Frau, der gerne mal sagt, mein Mann hat sich für die gelbe Strickjacke entschieden. Oder mein Mann möchte kein Aperitif. Und also die passen ganz gut zusammen, wie gesagt. Und meine Oma mal sagte, jeder Arsch sucht sich seine Peitsche.